Was geht ab, Friends? Ich bin's Luisa. Schön, dass du bei einem neuen Video hier auf meinem nicht halb nackt, aber nur halb angezogenen Kanal wieder am Start bist. Habe ich meine Achsel rasiert? Ja, habe ich. Habe ich? Habe ich. Habe ich. Ja, natürlich nur das Beste für dich, die fresheste, rasierteste Achsel in ganz YouTube Deutschland. Meinst du, ich habe auch die andere Achsel rasiert, weil man die jetzt hier nicht so sieht? Ich mache mal hier oben eine Abstimmung. Bin gespannt, was die meisten von euch so glauben. Wann ist Ehrlichkeit zu viel? Kannst gerne meinen Kanal abonnieren, damit du immer am neuesten Stand bist, wann ich immer fresh rasiert bin. Heute schmecke ich mich mit bestimmten Make-up-Techniken und auch Make-up-Produkten, die ich auch so nie verwenden würde. Oder einfach nur Techniken, die ich einfach abgrundtief hasse. Allein schon der Gedanke lässt mich hier drei Türme hier raufsprießen. Hier alle drei nebeneinander. Und der hier ist für die Foundation, die ich gleich verwenden werde. Das erste, was mir definitiv nicht ins Haus kommt und auch nicht in mir, sind definitiv Salami in der Klassik-Variante. Ich glaube echt nicht, dass ich das jetzt tatsächlich mache. Foundation mit weniger... Siehst du, das passiert, wenn du Produkte verwendest, die nicht für dich geeignet sind. Oh, meine Haare. Benutze ich gerade ein Oberteil dafür? Ja! Habe ich mein Leben im Griff? Nein! Eigentlich so die gängigste Make-up-Technik ist eigentlich immer volle Deckkraft. Aber das liebe ich ja. Ich benutze ja nichts anderes als Foundations mit voller Deckkraft. Deswegen ist es eher so ein Produkt, was ich nie verwenden würde. Und zwar ist es einfach Foundation mit einer sehr leichten Deckkraft. Hier habe ich die Foundation von Benefit. Das ist hier die Hello Happy Soft Blur Foundation. Hier steht auch Sheer Coverage. Das heißt, sie ist wirklich sehr, sehr leicht. Ich finde, leichte Deckkraft macht nur dann Sinn, wenn du halt einfach eine perfekte Haut hast. Und da das Gefühl nie vorkommt, dass man perfekte Haut hat, zumindest bei mir nicht, bei meinem Essenskonsum, kann ich vergessen. Aber ich bin super gespannt, mal in den Kommentaren zu lesen, was für dich so ein Produkt ist, was für mich halt komplette Katastrophe ist. Ich kann mir auch echt gut vorstellen, dass viele von euch so leicht deckende Foundations einfach mögen, aber dann finde ich, hat eine Foundation keinen Sinn, wenn sie wenig bis nichts abdeckt. So. Hier so auf dieser Seite, nicht schlecht, schön sie zu sehen. Kann man hier vielleicht die Seite so auf einen Kaffee einladen, easy going. Aber dann kommt diese Seite. Ich sehe schon, ich kriege Gänsehaut. Mir wachsen wieder die Haare, die ich gerade rasiert habe hier unten. Als Concealer habe ich hier die sogenannten Creme-Concealer-Sticks. Die gibt es auch bei Essence zum Beispiel. Hier habe ich einen von Cian. Das ist, glaube ich, die Marke von Lidl oder Aldi. Eins von beiden. Einfach ein Concealer-Stick in so einer Lippenstiftform. War früher der Shit. Habe ich immer benutzt. Einfach hier unter den Augen. Und heute würde ich definitiv nicht mehr mit Creme-Concealern klarkommen. Einfach weil die Konsistenz so richtig dick ist. Es setzt sich extrem in die Fältchen ab. Und ist halt auch extrem trocken. Weil es halt auch einfach gar keine Feuchtigkeit spendet. Dasselbe auch hier mit dem Catrice Camouflage Concealer. Auch den habe ich mich früher ordentlich unter den Augen gesetzt. Aber das ist eher so dafür da, um ja, die vereinzelten Pickel eigentlich abzudecken. Und naja, schön hier mit dem Stick hier über deine Pickel die ganzen Bakterien auf deinem Stick dann übertragen und dann auf andere Stellen deines Gesichtes dann wieder aufzutragen. Und dann sich wundern, warum man überall Pickel hat. Die Konsistenz ist teilweise so dick, dass mein Schwamm gar nicht das alles verblenden kann. Deswegen ich auch hier immer meinen Pinsel benutzen muss. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Mehrheit so von euch sich eher so ein bisschen natürlicher schminkt. Also mich gibt es gefühlt nur in zwei Varianten. Entweder top gestylt mit 13 Kilo Make-up und Wimpern hoch bis nach Timbuktu oder ungeschminkt wie ein Penner, drei Tage lang nicht die Haare gewaschen und Pickel teilweise auf den Zähnen. Okay, ich habe jetzt locker über 5 Minuten gebraucht, alleine Concealer auszublenden. Ach, never ever würde ich diese Sticks wieder verwenden. Und das sagt die, die jetzt wieder einen Stick verwendet. Und zwar hier eine Technik bzw. ein Produkt, was ich ungern benutze, und zwar Contour-Sticks. Und gerade auch so neuere Kosmetikmarken setzen immer noch so auf diesen, ja, Creme-Contour-Dings, was ich halt auch überhaupt nicht nachvollziehen kann. Für mich reicht einfach so eine Puder-Contour. Machst du einfach ein bisschen Contour und Bronzer rein. Und fertig. Weil wenn ich jetzt hier so Creme-Contour auftrage, werde ich sowieso mit einem Puder-Contour-Puder setten. Dann kann ich das doch gleich machen. Und meine ganze Creme-Contour ist gefühlt auch weg. Man sieht nur ein Häufchen Scheiße, auf das ich gerade ausgerutscht bin. Das sind die Reste. Und gerade so diese drei hier, die man früher so verwendet hat, hier unten trage ich schon mal
gar kein Kontur auf, weil dann hätte ich unten einfach nur so einen braunen Schatten. Genauso wenig konturiere ich meine Nase, weil durch dieses Konturieren, finde ich, fällt meine Nase nur noch mehr auf. Und wenn man mich anguckt, sieht man nur Nase. Meine Nase ist sowieso schon richtig schmal. Und jetzt, finde ich, werde ich sie nur noch betonen und noch schmaler machen. Als würde ich keine Luft mehr kriegen, so gefühlt. Meine Nase sieht gefühlt so aus, als hätte ich sie 3 Tage lang irgendwie nicht gewaschen. Oder allgemein mein Gesicht nicht gewaschen. So braune Flecke. Als Blush gibt es ja auch richtig fancy neue Produkte, wo Kosmetikmarken meinen, sie müssen richtig verrückten Shit raushauen, wie zum Beispiel das hier. Das ist von Pixi bei Petra, ein Sheer Cheek Gel. Ein Blush Gel, das ziemlich wenig Pigment anscheinend hat. Ich verstehe nicht, warum man sich das Leben so schwer machen muss und nicht einfach einen Puder Blush nimmt, sondern nein, man kauft sich so ein Gel. Das anscheinend schier ist und kein Pigment hat. Oh, wer ist das denn? Es hat einfach komplett meine Foundation abgetragen. Meine Foundation ist weg an der Stelle. Gut, sie war vorher schon auch nicht da, aber jetzt ist sie komplett weg. Als würde ich mir Rötungen und Pickel, eigenständig wieder in mein Gesicht zurückwünschen. Hätte ich gleich ungeschminkt bleiben können bei so einem Ergebnis. Bei Highlighter wird es nicht besser. Es bleibt nicht bei einem ganz normalen Puder-Highlighter, wo du mit dem Pinsel reingehst und dann aufträgst. Nein, es muss immer extra sein. Wir haben jetzt hier auch von Pixi on the Glow ein Highlighter-Stick. Es gibt auch hier diese Highlighter-Sticks. Und es sieht einfach aus wie ein Deo. So ein Deo-Roller. Das kann man hier unten dann einfach so rausdrehen. Und dann hast du hier einfach so ein Deo-Roller-Highlighter, wo auch immer der Highlighter gerade hier ist. Genau dasselbe mit Highlightern in so einer Jelly-Konsistenz, in diesem Wackelpudding-Konsistenz, die sehr, sehr nass sind. Die gingen ja auch eine Zeit lang jetzt rum, ganz, ganz neu. Und das sind einfach so nasse, puddingmäßige Highlighter. Für mich ist das definitiv eine Stufe zu fancy, unnötig. Also einfach irgendwie super unpraktisch und nass. Und es klebt halt überall. Gut, ich kann es verstehen, dass Kosmetikmarken immer wieder sich was Neues ausdecken müssen, damit sie einfach so interessant bleiben. Immerhin hat man das ja weniger so auf dem Markt gesehen. Und gefühlt Puder-Highlighter hat jede zweite Kosmetikmarke, ist klar. Aber ich tue mich da echt ein bisschen schwer, mich mit sowas Extravagantem anzufreunden. Und ich bin ja schon eine ziemlich extra Person. Ich meine, ich laufe hier nackt, halbnackt rum. Also das soll schon was heißen, wenn ich diesen Level an extra hier ablehne. Pudertechnisch hat sich bei mir auch so einiges getan. Ich würde jetzt nie wieder zu weißen Pudern greifen. Diese transparente Puder, gerade auch diese losen Puder zum Baken in weiß. Oder auch allgemein diese festen, kompakten Puder. Finde ich okay, sind aber nicht meine Lieblinge. Weil ich habe das Gefühl, die pudern nicht wirklich so mein Gesicht ab. Mein ganzes Make-up setzt sich trotzdem sowieso ab. Und weiß finde ich halt auch einfach zu hart auf der Haut. Aber tatsächlich sehe ich immer noch heute Leute, die so baken. So richtig mit dem weißen Puder. Siehst du das? Das ist hier die Stelle, wo ich meinen Creme-Highlighter aufgetragen habe. Das habe ich tatsächlich früher immer gemacht. Und das blieb nicht nur 2 Minuten, sondern über den kompletten Look, bis ich fertig war. Bis ich das Haus verlassen habe, war ich so. Und manchmal habe ich sogar vergessen, mein Puder zu entfernen. Und ich bin so rausgegangen. Vielleicht kannst du sogar hören, wenn ich hier über meine Haut streiche. Es ist so trocken. Für die Augenbrauen benutze ich hier eine Augenbrauenpomade. Die habe ich früher sehr, sehr gerne benutzt, einfach um die heftigsten, kantigsten Augenbrauen zu zeichnen. Früher habe ich auch eine extrem dunkle Farbe genommen, weil ich auch einfach ein ziemlich dunkle Augenbrauenhärchen habe. Aber dann so krass dunkel auffällige Augenbrauen zu haben, sieht dann halt auch nicht mehr schön aus. Zumindest empfinde ich es auch nicht mehr als echt schön. Ich würde dir definitiv empfehlen, eine Nuance Hello zu nehmen und deine Augenbrauen ein bisschen zurücknehmen. Also man sieht gefühlt nur Augenbrauen, so dunkel und so auffällig. Aber habe ich damals auch immer gemacht. Ich glaube, als Lidschatten müsstest du wissen, was jetzt als nächstes kommt, beziehungsweise was für Farben ich niemals tragen würde. Ganz klar, ich rede hier von kühlen Farben, also nicht warmen Farben. Es geht jetzt hier auch nicht um die Marke oder Palette, sondern einfach nur um kühle Farben. Hier zum Beispiel die unterste Reihe ist komplett kühl mit so aschigen Tönen, aschigen Brauntönen, grün, blau. Und mit solchen Farben tue ich mich halt extrem schwer, weil die meiner Meinung nach gar nicht so das Auge schmeicheln. Wie jetzt zum Beispiel so ein rostiges Terrakotta-Braun, diese frische, bräunliche, rötliche Brise, die allen unsere Herzen berührt. Und uns um 3 Uhr morgens die Liebe schenkt, die wir verdienen. Und diese warmen, rötlichen Töne, die dir monatlich mindestens eine Packung Ben & Jerry's Eis zu dir nach Hause liefern.
und noch gratis ein Film auf Netflix zu sehen gibt. Ich werde jetzt hier diesen Blauton erstmal hier auftragen und trage den hier mal so aus, nehme meine Lidfalte auf. Fangen wir mal hier mit der dunkleren Farbe an und nicht immer die helle. Ich poste ja auch generell auch gerade auf Instagram sehr viele, ja, auch Make-up-Bilder, die so ein bisschen künstlerisch, ein bisschen krasser sind. Natürlich auch nicht für den Alltag, sondern einfach nur zum Spaß. Und mir ging es halt auch eher auch um die Make-up-Looks. Vielleicht möchtest du ja auch eher natürlichere Looks sehen auf meinem Instagram-Account, so wie hier gerade auf YouTube. Weil gerade bei so Videos schminke ich immer etwas, ja, krassere Looks. Und deswegen wollte ich dich einfach mal fragen, ob du vielleicht auch mal natürliche Looks von mir sehen möchtest. Sagt die gerade, die hier ein Smoky Eye gerade schminkt. Oh Mann, siehst du, es klappt nicht. Nein, einfach nur, dass ich mal hin und wieder natürlichere Looks raushole, statt bei jedem Video irgend so Cut Crease, Smoky Eye, Rainbow Zeug mache, wie ich es eigentlich immer mache. Vielleicht gibt es da den einen oder einen da draußen, der eher solche Looks mal sehen möchte und ich will einfach mal schauen, was so deine Vorliebe ist. Nachdem ich jetzt so dieses Blau aufgetragen habe, gehe ich jetzt hier in diese gräuliche Lila-Farbe. Keine Ahnung, was das für eine Farbe ist. Es ist irgendwie eine tote Farbe. Die hat irgendwie kein Leben. Es ist einfach nur so kühl und kalt. Kalt wie mein Herz. Und das trage ich einfach daneben auf und verwische das Ganze auch so ein bisschen mit rein, damit ich hier wirklich auch so ein Smoky Eye habe. Mit einem anderen Pinsel gehe ich jetzt auch hier in diese Senffarbe und trage die hier erstmal hier in meine Lidfalte auf. Einfach nur, um dieses Dunkle noch so besser ausblenden zu können. Ich habe definitiv das Gefühl, mit kühlen Farben sieht das alles eher so ein bisschen dreckig und fleckig aus. Irgendwie, denke ich mal, sieht es optisch einfach schöner aus, wenn man warme Farben verwendet. Deswegen werde ich niemals den Sinn von einer kühlen Palette verstehen, allgemein von kühlen Farben in einem Augenlidschatten-Make-up. No! Am unteren Wimperkranz benutze ich hier die Farbe Midnight, auch eine kühle, dunkle, bläulich-Schwarzfarbe. Und die trage ich dann hier unten auf. Ich denke mal, es hätte auch gar keinen Sinn gemacht, würde ich jetzt einen Look mit diesen hellen Farben hier schminken, weil die hellen Farben hier hätte man einfach nicht gesehen auf meinem Auge. Aber ein helles Orange oder ein helles Rot hätte man gesehen. Ich benutze zwar so gut wie immer künstliche Wimpern, aber das, was mich am meisten stört, die Wimperntechnik, die ja so für die natürlichsten Wimpern sorgen sollte, einzelne Wimpern. Wer zum Teufel hat die erfunden? Wieso hast du uns so sehr. Einzelne Wimpern sind definitiv so schmerzhaft aufzutragen, weil die so klein sind. Du brauchst gefühlt 15 Minuten nur für ein Auge. Und bevor du dir 15 Dingern hier an einem Auge aufklebst, kannst du dir gleich so ein Wimpernband kaufen, was sehr natürlich ist. Statt hier eine halbe Operation an deinem lebenden, offenem Auge zu machen. Ja, ich weiß, so für Anfänger hier vielleicht nicht schlecht, weil die dann einfach so klein sind und kein Bändchen haben. Aber glaub mir, ich glaube, mit einem Bändchen bist du als Anfänger besser dran als so kleine Fürze hier. Man sieht sie nicht mal in der Kamera. Hier hast du ein bisschen Wimpernkleber und dann platzierst du die hier an deinen Wimpernkranz. 1, 2, 3. Keine Ahnung, hab mich schon wieder verzählt. Ich weiß nicht, wo wir stehen geblieben sind. Okay, man sieht es schon ein bisschen, aber es ist halt anstrengend, okay? Niemand will was Anstrengendes. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Ohne Witz, 20 Minuten später und ich habe mindestens 15 Wimpern pro Auge und ich bin gerade mal bei der Hälfte des Auges, damit es noch irgendwas aussieht. Genauso wenig verstehe ich Schwanz-Wimpernkleber nicht. Gerade wenn du irgendwie eine Wimper irgendwie falsch klebst, bleibt da einfach so ein schwarzer Fleck. Also bist du ein Mensch, der schwarze Wimpernkleber benutzt? Falls ja, ich kenne dich nicht. Wir kennen uns nicht. Etwas, was ich auch früher immer gemacht habe, ist schwarz Kajal unten an meiner Wasserlinie. So für diesen grungy, smoky Look. Aber irgendwie so Kajal in der Wasserlinie lässt gefühlt das Auge noch kleiner wirken, weil es so schwarz ist alles. Auf meinem Kanal hast du gefühlt noch nie und wirst du in Zukunft auch nie sehen, wie ich Lipgloss auftrage. Den Trend von glossigen Lippen werde ich nie verstehen. Die Haare kleben drauf und es klebt die ganze Zeit und beim Essen habe ich das auch irgendwie in meinem Mund. Also ein Gloss. Ich verstehe nicht, was daran schön sein soll. I don't know. Ich habe jetzt hier ein Gloss in so einer richtig schönen, nudigen Farbe. Dachte ich mir, komm, geil. Aber es ist ein Gloss. Man sieht die Farbe nicht. Aber meine Lippen sehen gefühlt aus wie mein Po-Loch. Benutzt du noch einen von diesen Produkten bzw. Make-up-Techniken, die ich hier in diesem Video verwendet habe? Schreib sie mal unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, ob wir irgendwie dieselbe Meinung teilen über bestimmte Techniken und Produkte. In diesem Video würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und an dieser Stelle danke ich dir fürs Zusehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon ganz schnell in einem neuen Video wieder. Bis dann!